Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz das SOG, ist das Polizeigesetz Mecklenburg-Vorpommerns. Seit Beginn des Jahres arbeitet die Landesregierung aus CDU und SPD an einer Gesetzesänderung, die der Polizei mehr Befugnisse einräumen soll. Demnächst geht es im Landtag wieder um das Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz SOG. Das SOG hat dieselbe Funktion wie Polizeigesetz in anderen Bundesländern. Und wie bereits in anderen Bundesländern geschehen, soll es auch in Mecklenburg-Vorpommern verschärft werden. Ja, der Gesetzentwurf sieht eine Vielzahl von weitreichenden Kompetenzen vor. Kompetenzen für die Polizei, die nicht der Aufklärung von Straftaten dienen sollen, die bereits begangen wurden, sondern der Aufklärung von Gefahrenlagen, also von Situationen, bei denen nicht klar ist, ob überhaupt in der Zukunft etwas geschehen wird, was eine Gefahr bedeutet. Hier sieht man, da ist das Problem des Gesetzes, denn die Polizei muss eine Prognose anstellen, ob eine Situation sich in Zukunft als gefährlich entwickeln wird, also ob eine Gefahr, eine Straftat begangen wird oder ähnliches. Da weiß die Polizei das genauso wenig, wie Meteorologen ganz sicher das Wetter vorhersagen können. Insofern, es wird immer so sein, dass, wenn die Polizei Prognosen für die Zukunft macht, dass da auch falsche Leute von betroffen sind, die tatsächlich gar nicht gefährlich sind. Ja, was beinhalten die neuen Kompetenzen? Die neuen Kompetenzen beinhalten zum Beispiel, dass Telefone abgehört werden dürfen oder eben auch Computer durchsucht werden dürfen nach ihren Inhalten. Jetzt haben wir das weitere Problem, dass bei Maßnahmen wie zum Beispiel Telefonüberwachung oder eben auch Computerdurchsuchung eine Vielzahl von weiteren Personen, dritten Personen mit betroffen sind. Denn solche Dinge wie Computer oder Telefone werden zur Kommunikation benutzt und wer dann mit anderen kommuniziert, die von Maßnahmen betroffen sind, ist natürlich in die Überwachung mit einbezogen. Sagen wir so, eine Person hat zum Beispiel kein eigenes Telefon, aber die Lebensgefährtin hat ein Telefon. Nun kann die Polizei sagen, oh, die Person, die wir für gefährlich halten, hat kein Telefon, dann überwachen wir doch das Telefon der Lebensgefährtin. Das ist nämlich deren Kontaktperson. Und dann kann eine Person überwacht werden, von der die Polizei gar nicht annimmt, dass sie selbst gefährlich ist, sondern nur eine Kontaktperson ist. Das mit der Lebensgefährtin ist jetzt noch relativ nah dran. Es können natürlich aber auch noch weitere, sehr viel weitere Personen davon mit betroffen sein, Nachbarinnen oder ähnliches. Bei diesen Daten, Nachrichten und Gesprächen handelt es sich um sehr private Daten, die deshalb besonders schützenswert sind. Und es stellt sich nicht die Frage, ob man etwas zu verbergen hat, sondern es stellt sich die Frage, was Behörden in den privaten Daten der Bürger zu suchen haben, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt. Die Erfassung von Daten von Kontaktpersonen geht nach dem Gesetz so weit, dass sehr höchstpersönliche Daten erhoben werden können. Dazu zählen zum Beispiel biometrische und genetische Daten, aber auch Angaben zur Religion oder zur sexuellen Orientierung. Die Werkzeuge zum Hacken von Computern und Handys werden auch von Diktaturen eingesetzt, um Oppositionelle und Kritiker auszuspionieren. Wir stellen uns also bei der Wahl der Mittel auf eine Stufe mit diesen Unrechtsstaaten. Staatliche Überwachungssoftware, staatliche Schnüffelsoftware, ist mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Grundentscheidung zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bereits festgehalten. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird, und dass ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf die Ausübung der entsprechenden Grundrechte verzichten. Nun wird von Befürwortern und Befürworterinnen des Gesetzes vorgetragen, wir brauchen diese Maßnahmen, denn wir leben in einer gefährlichen Zeit und man muss zum Beispiel Terrorismus bekämpfen. Ja, so ist das Gesetz aber nicht formuliert. Denn im Gesetz ist eben nicht die Anwendung dieser Maßnahmen auf diesen Bereich begrenzt, nur auf die Terrorismusabwehr, sondern zum Beispiel die Begehung erheblicher Straftaten gegen Leib und Leben. Davon können auch ganz einfache Körperverletzungen erfasst sein. Hier haben wir ein Problem, dass sozusagen in der Begründung des Gesetzes immer auf schwerwiegende Gefahren abgestellt wird, aber in Wirklichkeit das Gesetz dann auch angewendet werden kann in dem Bereich der nicht so schwerwiegenden Gefahren.
Insoweit ist die bisherige Regelung, dass zum Beispiel das BKA in der Terrorismusabwehr solche Maßnahmen einsetzt, eigentlich die zielgerichtete, denn auch das BKA ist eher mit der Terrorismusabwehr befasst als jetzt das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Feindes- und Todeslisten durch Angaben aus Polizeidatenbanken erweitert werden können, wenn Mädchen aufgrund ihrer Angaben bei der Polizei durch Polizisten sexuell belästigt werden, zeigt das, dass regelmäßig Kontrollmechanismen versagen und dass die Sammlung von noch mehr privaten Daten zu noch mehr Problemen führen wird. Wie kannst du gegen diese Änderungen aktiv werden? Du kannst dich auf den Seiten des Bündnisses Sogenannte Sicherheit informieren, du kannst deine Abgeordneten ansprechen und du kannst vor Ort bei Aktionen aktiv werden.